Herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal bitcointrading.de. In dem heutigen Video analysieren wir den aktuellen Ethereum-US-Dollar-Chart und besprechen die neuesten Ethereum-News. Also bleibt dran, es wird wie immer sehr informativ. Wie ihr sicher schon mitbekommen habt, wurden die Ethereum-ETFs genehmigt, allerdings hier erst die 19b-Anträge. Jetzt müssen ja noch die S1-Dokumente auch genehmigt werden und dann können die ETFs hier anfangen auf den Börsen zu traden. Wie lange das dauern wird, hier gehen die Meinungen etwas auseinander. Hier geht man jetzt davon aus, dass es vielleicht sogar mehrere Wochen dauern könnte. Andere Quellen meinen sogar, dass wir vielleicht schon nächsten Monat hier die Genehmigung der S1-Anträge sehen können und dann auch hier schon Ethereum auf den Börsen traden können. Das heißt, wir werden jetzt hier einfach die nächsten Tage abwarten müssen, dann werden wir wahrscheinlich ein genaues Datum erhalten. Auf jeden Fall. Und das ist extrem positiv, wo wir jetzt endgültig Klarheit haben. Da gab es so die letzten Jahre immer wieder Diskussionen. Ist Ethereum ein Wertpapier? Ist Ethereum ein Rohstoff? Und hier haben wir jetzt durch die Genehmigung der ETFs letztendlich Klarheit. Denn wir können jetzt davon ausgehen, dass Ethereum als Rohstoff reguliert wird, also genau gleich behandelt wird, letztendlich wie Bitcoin. Darüber haben sich natürlich jetzt extrem viele Bitcoin-Maximalisten empört, auch im deutschsprachigen Raum. Dazu können wir uns hier einmal ein Video noch von vor wenigen Wochen hier von Michael Saylor anschauen, wer hier noch über Bitcoin und eben die anderen Kryptowährungen gesprochen hat. Ethereum is not going to be approved. Sometime this summer it'll be very clear to everyone that Ethereum is deemed a crypto asset security, not a commodity. After that, you're going to see that Ethereum, BNB, Solana, Ripple, Cardano, everything down the stack is just a crypto asset security unregistered. None of them will ever be wrapped by a spot ETF. None of them will be accepted by Wall Street. None of them will be accepted by mainstream institutional investors as crypto assets. This is the one universal consensus accepted institutional grade crypto asset in the world. There won't be another one. Diese Aussagen von Michael Saylor sind auf jeden Fall nicht gut gealtert. Und was hier auch ein witziger Fun Fact ist, hätte hier MicroStrategy anstelle von Bitcoin Ethereum gewählt, hätten sie jetzt hier Investments im Wert von 19 Milliarden Dollar in Ethereum, wenn sie gestaked hätten, sogar von knapp 21 Milliarden Dollar, als jetzt eben hier knapp 15 Milliarden in Bitcoin. Klar ist natürlich, es macht hier deutlich mehr Sinn, in Bitcoin als in Ethereum zu investieren. Hier der Vergleich ist auch nur ein Spaß, denn ganz klar ist, Bitcoin ist unangefochten der bessere Wertspeicher. Bitcoin ist natürlich deutlich dezentraler als Ethereum. Bitcoin ist maximal dezentral und wahrscheinlich wird es auch nie mehr wieder eine ähnliche Technologie wie Bitcoin geben. Und deswegen verstehe ich auch ehrlich gesagt nach wie vor diesen Vergleich nicht und auch nicht die Mission, ehrlich gesagt, dieser Bitcoin-Maximalisten. Denn Bitcoin und Ethereum sind meiner Meinung nach absolut keine Konkurrenz zueinander. Bitcoin ist das digitale Gold, der perfekte dezentrale Wertspeicher, und Ethereum letztendlich kann man als eine dezentrale Technologieplattform sehen, ähnlich weiter so wie der App Store, nur eben mit dezentralen Applikationen, wo dann halt eben Smart Contracts, DeFi, also dezentrale Finanzanwendungen, wie zum Beispiel dezentrale Börsen, NFTs und beispielsweise eben dann auch jetzt Real-World Asset Tokenisierung stattfindet. Das heißt also, selbst wenn Ethereum in seinem Bereich extrem erfolgreich wird, wird das Bitcoin nicht schaden. Ungefähr, wenn Bitcoin als Wertspeicher extrem erfolgreich weiterhin wird, wird dies auch Ethereum nicht schaden. Deswegen ganz klar, kann man sowohl von Bitcoin als auch von Ethereum begeistert sein. Bitcoin maximal gut finden, Ethereum maximal gut finden, das ist meiner Meinung nach absolut kein Widerspruch. Deswegen finde ich einfach diesen ganzen Kult, wo manche jetzt hier schon mit den Bitcoin-Maximalisten um Bitcoin eben einen Kult aufbauen, absolut überflüssig. Und letztendlich finde ich das auch schädlich sogar für Bitcoin und für die gesamte Community, weil das letztendlich immer zu einer Spaltung führt. Und Spaltungen haben wir hier ja schon genug auf der Welt. Deswegen finde ich es einfach viel wichtiger, dass einfach hier die Krypto-Community insgesamt zusammenhält, diese Spaltung überwindet. Und letztendlich wird der freie Markt entscheiden, wenn eben auch hier, wie wir es aktuell sehen auf CoinMarketCap, einfach der freie Markt auch Ethereum einen Wert zuschreibt. Ihr seht es aktuell, hat Ethereum eine Marktkapitalisierung von 500 Millionen Dollar. Dann hat laut dem freien Markt Ethereum ein Use Case und dementsprechend auch eine Daseinsberechtigung. Also letztendlich, meiner Meinung nach, wird es einfach hier der freie Markt regeln. Und das sollten wir einfach hier frei laufen lassen, ganz ohne irgendeinen Kult und ohne hier irgendeine Spaltung voranzutreiben.
Dann kommen wir hier zurück auf die fundamentalen Werte aktuell von Ethereum. Und hier können wir, wie wir gerade auch gesehen haben, beobachten, dass Ethereum nur ein Drittel der Marktkapitalisierung von Bitcoin aktuell hat. Aber wir hier nur ein Zehntel vom Wert her die Ausgabe pro Tag an neuen Coins sehen. Und gleichzeitig können wir beobachten, dass eben hier die Börsenbestände von Ethereum auf einem extrem niedrigen Stand sind. Ihr seht, hier sind nur noch 12,8 Millionen Ethereum von den 120 Millionen Ethereum, die sich da insgesamt im Umlauf befinden, auf den Börsen. Das heißt, prozentual gesehen sind hier sogar noch weniger Ethereum auf den Börsen als bei Bitcoin. Das heißt, nach wie vor haben wir hier einen extrem starken Supply Crunch und dementsprechend, wie ich auch in den letzten Monaten immer wieder gesagt habe, hat meiner Meinung nach hier Ethereum gegenüber Bitcoin noch ein massives Aufholpotenzial und dementsprechend bin ich hier bis zum Jahresende nach wie vor extrem bullish. Ansonsten können wir auch beobachten, dass hier die Layer 2 Ökosystem-Token auch extrem stark am explodieren sind. Ihr seht hier, die Userzahl aktuell ist auf einem Allzeithoch und dazu muss man auch sagen, die Layer 2 Token von Ethereum wie Arbitrum, Optimism, Manta, Starknet, in die ich ja auch alle investiert bin, die haben tatsächlich hier über die letzten Monate, wo auch Ethereum noch totgesagt wurde und seitwärts gelaufen ist um die 3000 Dollar, ziemlich splashed performt. Und ich gehe davon aus, wenn wir jetzt tatsächlich sehen, dass Ethereum sein Breakout fortsetzen kann, in Richtung Allzeithoch und dann darüber hinaus ausbricht, dass dann tatsächlich auch hier die L2, also die Ethereum Second Layer Solutions hier auch nochmal stark anziehen werden. Dementsprechend sehe ich hier auch noch, wie bei Ethereum, ein großes Nachholpotenzial, was hier den aktuellen Kurs angeht. Und für alle, die noch nach einer geeigneten Börse suchen, um Bitcoin und Altcoins langfristig nachzukaufen oder auch zu traden, kann ich persönlich Femex empfehlen. Das ist die Plattform, die ich persönlich selbst verwende. Hier könnt ihr über den Spotmarkt langfristig Bitcoin, Ethereum und insgesamt 238 verschiedene Altcoins nachkaufen, aber auch hier einfach über den Contract-Markt, über Derivate mit Hebel, Long und Short traden. Und für alle neuen Kunden gibt es hier auch noch einen Willkommensbonus von bis zu 8.800 Dollar. Dann blicken wir abschließend auf den aktuellen Ethereum US-Dollar-Chart. Wir befinden uns auf dem aktuellen Ethereum US-Dollar 4-Stunden-Chart. Wie ihr sehen könnt, über das Approval letztendlich ist ja von dem Kurs her gar nicht viel passiert. Ihr seht, wir hatten hier einmal ein kurzes Peak hier an die 3.936 Dollar. Ihr seht nochmal hier kurz auf dem Wochenchart, diese rote Linie war hier genau der Weekly Resistance Linie hier, wo wir auch zuvor das Top gebildet haben. Wenn wir nochmal zurückkehren auf den 4-Stunden-Chart, könnt ihr auch sehen, wir hatten einmal eine kleine Liquidationskaskade hier nach unten, wo wir nochmal kurz auf die 3.500 Dollar gefallen sind. Aber letztendlich seht ihr, sind wir jetzt hier seitwärts gelaufen und das ist auch das, was wir letztendlich erwartet haben. Denn wenn wir uns hier einfach nochmal das Bitcoin Fractal anschauen, hatten wir hier genau dasselbe. Ihr seht, an dem Tag, an dem hier der Bitcoin Spot ETF bestätigt wurde, hatten wir hier auch dieses kleine Peak nach oben, sind hier noch etwas seitwärts gelaufen und dann kam hier die 20% Korrektur und dann letztendlich, wo wir wirklich gesehen haben, massive Geld zum Fließen in den ETF, ist hier die Rallye von ungefähr 40.000 Dollar hoch auf rund 70.000 Dollar gestartet. Das heißt, wenn wir uns jetzt aktuell einmal den Ethereum 4-Stunden-Chart nochmal anschauen, sieht das hier letztendlich ziemlich ähnlich aus wie bei Bitcoin. Für die Erwartung, also hier soll gesehen ein Buy the Rumor, Sell the News Event. Wir sehen auf Spekulation zur Zulassung des Ethereum Spot ETFs einen starken Anstieg, laufen hier etwas seitwärts. Das heißt also letztendlich sollten wir dann jetzt hier, wenn wir weiterhin das Fractal fortsetzen, einen kleinen Ausverkauf sehen, vielleicht nochmal ungefähr in die Zone hier 3.500, 3.300 Dollar. Und wenn wir dann wirklich sehen, dass hier tatsächlich höhere Geldsummen in die Ethereum Spot ETFs laufen, also hier die Ethereum Spot ETFs gut angenommen werden, dann gehe ich auch davon aus, dass wir hier eine ziemlich starke Rallye über die nächsten Wochen dann auch wirklich auf neue Allzeithochs sehen werden. Das heißt also nach wie vor mein Vorgehen hier unverändert, wie wir es im letzten Video besprochen haben. Wenn wir jetzt hier ein kleines Sell the News Event sehen sollten und nochmal runterkommen in diesen grünen Kasten, der ungefähr von 3.500 bis ungefähr 3.300 Dollar geht, würde ich persönlich nochmal nachkaufen und dann eben hier darauf setzen, dass wir eine Rallye sehen. Man muss auch sagen, den Unterschied, den wir haben zu den Bitcoin Spot ETF, war ja damals, hatten wir hier eine viel längere Vorlaufzeit. Hier wurde über mehrere Monate spekuliert, ob wir den Bitcoin Spot ETF sehen. Das heißt, hier wurde ja dann viel mehr spekulatives Geld so gesehen in den Markt gebracht, bis wir dann wirklich die Bitcoin Spot ETF Genehmigung hatten. Und dementsprechend hatten wir auch dann diese 20% Korrektur einfach, wo nochmal so gesehen eben das Sell the News Event
gegriffen hat und das spekulative Kapital dann nochmals im Markt gekommen ist. Der Unterschied jetzt zu Ethereum ist, dass wir hier gar keine so lange Vorlaufzeit hatten. Vor einer Woche ist ja noch jeder davon ausgegangen, dass Ethereums Board ETF abgelehnt wurde. Dementsprechend haben ja gar nicht viele jetzt hier mit spekulativem Kapital auf eine Zulassung des Ethereums Board ETFs gesetzt. Dementsprechend könnte ich mir tatsächlich sogar vorstellen, dass wir jetzt kein so starkes Sell the News Event sehen. Vielleicht keine 20%, sondern vielleicht hier nur 10-15% runterkommen. Aber letztendlich wird es entscheidend sein, wie viel Geld läuft in die Ethereum Spot ETFs und natürlich auch, wie heftig werden hier die Ethereum von Grayscale abverkauft. Denn wir wissen momentan, der Ethereum Grayscale Trust hier hält ungefähr 3 Millionen Ethereum. Und hier wird einfach die Frage sein, wie heftig wird jetzt hier verkauft, wo jetzt der Ethereum wirklich handelbar ist. Von dem Trust kann man die eigentlichen Ethereum ja nicht handeln. Hier ist wieder der Trust, der auch so gesehen umgewandelt an Ethereum Spot ETF. Das ist das darunterliegende Asset, also der Ethereum Tat tatsächlich handelbar. Und hier kann natürlich auch noch die Sache sein, vielleicht hat Grayscale aus dem Bitcoin ETF gelernt, wo sie 1,5% Gebühren genommen haben, was da deutlich über der Konkurrenz liegt. Vielleicht haben sie jetzt hier gleich in Ethereum Trust dann mit geringeren Gebühren angesetzt, dass wir vielleicht noch gar nicht die heftigen Outflows sehen. Das wird also hier noch ein Faktor sein, auf den wir achten müssen, sobald dann der Ethereum letztendlich handelbar wird. Und dann natürlich die offene Frage ist auch noch, wie gut wird hier Ethereum angenommen? Ich muss sagen, es gibt hier sogar einige Börsenschwergewichte, die sogar sagen, sie persönlich würden Ethereum über Bitcoin gewichten. Das heißt, es könnte gut sein, dass wir sogar hier höhere Inflows sehen, als einige erwarten. Nur ich persönlich muss auch sagen, ich gehe nicht vorerst davon aus, dass Ethereum-Inflows in den ETF ansatzweise an die Bitcoin-Spot-ETF-Inflows rankommen werden. Das hat einfach damit zu tun, dass die aktuellen Ethereum-ETFs kein Staking haben. Das ist ja das Problem, wenn hier die ETFs auch staken dürften, hätten wir hier auf die Ethereum-Käufe in dem ETF ja noch ein Cashflow von 4-5%. Das ist hier für traditionelle Investoren extrem hoch und dementsprechend wäre auch hier der Anreiz deutlich höher dann in den ETF zu investieren. Weil wenn man jetzt einen ETF kauft, hat man ja diesen Cashflow nicht, wie wenn man dann eben selbst Ethereum kaufen würde und die staken. Das könnte so ein Faktor dafür sein, der hier noch einige Investitionen zurückhält. Deswegen letztendlich müssen wir auf diese zwei Faktoren achten. Die kann man jetzt noch nicht beantworten. Das kann man erst beantworten, wenn wirklich dann Ethereum gelistet ist und dann letztendlich auch auf den Börsen gehandelt wird. Aber nach wie vor, wie gesagt, mein Base Case, von dem ich ausgehe, ist eben, dass wir hier einen Abverkauf sehen. Ungefähr vielleicht hier auf die $3.100. Von hier aus dann die Rallye starten. Bärisch wäre ich persönlich erst, wenn wir hier unter diesen grünen Kasten fallen würden. So hier ungefähr unter die $3.200. Dann würde ich hier meine aktuellen Long Trades schließen, aber das halte ich momentan für weniger wahrscheinlich. Ansonsten können wir abschließend auch auf den Tagesstart, auf den Lux-Eigenindikator schauen. Und ihr seht momentan auch, auf dem Lux-Eigenindikator sind wir hier auch nochmal long. Das ist also hier schon mal positiv. Die Kerzen sind grün. Die Neocloud flippt hier nochmal auf bullish, zumindest ist hier das Kaufsignal bestätigt. Und ihr seht auf dem Wochenchart tatsächlich, während der Korrektur haben wir hier perfekt unten nochmal die Neocloud als Support gehalten, von der aus dem Bounce gehabt. Ist auch hier auf dem Wochenchart übergeordnet nach wie vor immer noch bullish. Das war's schon wieder mit dem heutigen Video. Wenn dir dieses Video gefallen hat und ich dir in diesem Video einen Mehrwert bieten konnte, würde ich mich extrem freuen, wenn du mich jetzt kostenlos unterstützt und meinem Kanal ein kostenloses Abo dalässt und die Glocke aktivierst und auf alle stellst, sodass du immer eine Benachrichtigung erhältst, wenn ich auf meinem Kanal ein neues Video uploade. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit.